herzlich willkommen zu Jedibin Top 10 und heute drehe ich den Spieß einfach um, denn wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe euch mal vor einiger Zeit die Top 10 der enttäuschendsten Sequels dargestellt und heute stelle ich euch meine Top 10 der Spiele vor, deren die besser sind als ihre Vorgänger. Aber da muss man auch einige Sachen beachten. Punkt Nummer 1. In meiner Top 10 gibt es nur die direkten Nachfolger. Das heißt nicht irgendwie Final Fantasy 7 ist besser als Final Fantasy 4. Das gilt nicht. Punkt Nummer 2. Manche Spiele sind ja irgendwie in der 2D-Ära groß geworden und kommen dann in die 3D-Ära. Diesen Vergleich möchte ich nicht ziehen. Deswegen gibt es keine 2D, 3D-Nachfolger. Punkt Nummer 3. Gibt es nicht. Viel Spaß mit Yetivin Top 10, die besten Sequels. Two Worlds 2. Also im Vergleich zum ersten Teil habe ich das Spiel zumindest mal ein paar Stunden gespielt. Es war zwar immer noch kein Riesenhit für mich, aber es hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert. Die Kämpfe waren ansehnlicher, die Quests waren interessanter und es gab zumindest eine Art Flair, die es im ersten Teil fast gar nicht gab. Dennoch ist das Spiel bei mir durchgefallen, da es sich gezogen hat wie ein Kaugummi. Trotzdem, die Steigerung zum zweiten Teil war riesengroß. So groß, dass es sich einen 10. Platz verdient hat. Vampire the Masquerade Bloodlines. Der erste Teil war ja schon mal nicht schlecht, nur der ist halt ziemlich schnell in Vergessenheit geraten. Liegt halt daran, dass es ein bisschen textlastige Story-Passagen gab und das war halt irgendwie, der Funke ist nicht übergesprungen. Aber beim Nachfolger Vampire the Masquerade Bloodlines hatte man eine richtig atmosphärische Story gebaut, tolle Dialoge, Quests und ja, die man auf super viele Möglichkeiten meistern konnte. Man konnte auch richtig individuell skillen, zum Beispiel wenn man so einen Twilight-artigen Schönling spielen konnte, konnte man besser flirten und wenn man halt so einen komischen Gollum-artigen Vampir spielte, war man stark, aber man musste halt durch die Kanalisation reisen, weil sonst fällt man halt auf und sowas. Also das Spiel war mal gruselig, das Spiel war mal brutal, das Spiel war mal knifflig, das Spiel war mal vollgepackt mit Rätseln. Also wirklich geil und verdient in dieser Liste. Super Metroid. Ich erinnere mich noch, damals Metroid mit einem Freund gespielt, war ganz okay. Was werdet ihr jetzt sagen? Alter, das Ding war schwer, das Ding hatte keine Karte und das Ding war groß, ja? Als ich dann den Nachfolger Super Metroid gespielt habe, da hat mich das Ding richtig gefesselt. Geiles Leveldesign, faires und besonders flüssiges Gameplay, die Story war cool inszeniert, die Fähigkeiten haben, ja, bis auf ein paar wenige, auch richtig Spaß gemacht. Ich hatte richtig Bock, jede Wand anzuschießen, um zu gucken, ob sich dahinter ein Geheimgang verbirgt. Und das Ende fand ich sehr, sehr episch. Es war einfach ein deutlich besserer Teil als der Vorgänger. Gears of War 2. Ich hab's ja schon oft erwähnt, Teil 1 war für mich vom Gameplay her ein richtig großer Titel. Aber diese Figuren, diese Story und all das war eher zweitrangig und nebensächlich. Da kam dann der Nachfolger und rockte so ziemlich alles vom ersten Teil weg. Das Gameplay wurde erweitert und verfeinert. Es gab mehr Möglichkeiten, den ohnehin schon fetten Kampf gegen die Locust noch stylischer zu gestalten. Mehr Finisher, mehr Waffen, mehr Gegner, aber auch das Storyboard wurde aufpoliert. Es gab mehr What-the-fuck-Momente, es gab mehr Oh-my-God-Momente, aber immer noch eine miserable Synchro. Egal, mit GOW 2 hat man sich in meine Shooter-Seele gesägt. Portal 2.
Oh Mann, Portal, was ein geiles Spiel. Man braucht nicht mehr, um einen zu fesseln, als eine gute Storyline, ein klares Ziel und ein kluges Spielprinzip, ganz ehrlich. Und dann kommt dann der zweite Teil daher und toppt sogar den schon ohnehin grandiosen ersten Teil. Eine ausgebaute, interessante Geschichte, noch mehr zu lachen, noch mehr gute Sprüche von neuen und alten Figuren, wieder tolle, fordernde Rätsel, die sich auf den ersten Blick kaum unterscheiden vom Vorgänger, aber trotzdem einfach verbessert und ergänzt wurden. Für mich ist Portal 2 ein Schritt nach vorne, ein Schritt in den Mainstream, ohne dabei von seinem Charme abzulassen. Verdient in dieser Top 10. GTA Vice City. Yes, man! GTA! Ich habe sie alle gespielt und Teil 3 war natürlich eine Wucht. Aber der Nachfolger Vice City war meines Erachtens eine richtige Reise, ein richtiges Abenteuer in eine andere Zeit. Der Soundtrack hat gepasst, die Möglichkeit mit Motorrädern zu fahren hat gepasst, die Minispiele haben gepasst, die Aufgaben haben gepasst, die Charaktere haben gepasst. Auch noch, dass der Hauptcharakter jetzt endlich reden konnte, hat ihn in die Welt integriert und die Story wurde dadurch richtig aufgebaut. Das, was ich bis heute bei GTA fühle, wurde in GTA Vice City zum ersten Mal richtig umgesetzt. Ich liebe Vice City und auch San Andreas, aber das bessere Sequel ist für mich die Reise in die 80er. Jedi Knight, Jedi Outcast. Mann, war der Vorgänger scheiße. Damals war der indiziert, aber trotzdem war der erste Teil von Jedi Knight oder auch Dark Forces 2, wie er ursprünglich hieß, ein wirklich langweiliges Spiel. Erst mit Jedi Knight Jedi Outcast hat man einem die Möglichkeit gegeben, ein richtiger Jedi zu sein und auch aus der Third-Person-Perspektive zu kämpfen. Und nicht nur das, man hatte ein Lichtschwert, man hatte die Mächte, man konnte das Lichtschwert werfen, man hatte einen harten Schlag, einen schnellen Schlag, einen leichten Schlag und alles das, bevor The Force Unleashed rauskam. Hier war ein Lichtschwertkampf auch richtig hart. Wenn man aus der Ferne schon zwei Sith mit roten Lichtschwertern auf einem zugesprungen sah, da hatte man richtig Schiss, gegen die beiden zu kämpfen. Die Rätsel im Spiel haben nicht genervt, die Story war wirklich gut, spielte sich auch nach Episode 6 mit Kyle Katarn und auch der Multiplayer hat richtig Bock gemacht. Meiner Meinung nach war das beste Star Wars Spiel überhaupt. Tony Hawk Pro Skater 2. Alter, wie habe ich das Spiel gesuchtet? Ich habe das schon so viel gespielt, dass ich teilweise davon geträumt habe. Wirklich, das Spiel hat mich komplett meinen ganzen Alltag umgeworfen. Es hat einfach so gepasst. Es war einfach fast perfekt. Es gab nichts, was man an dem Spiel bemängeln konnte eigentlich. Das Leveldesign war super. Die Boardauswahl war super. Die Aufgaben waren total motivierend. Also es kippt bei dem Spiel fast nichts, was ich dem Spiel nachsagen könnte. Das Soundtrack war geil. Ach, spielt es doch einfach selber. Assassin's Creed 2. Ey, ganz ehrlich, ich fand Assassin's Creed 1 richtig scheiße. Ich war so enttäuscht. Das Einzige, was mich an dem Spiel wirklich begeistern konnte, war das Setting. Und was machen sie im zweiten Teil? Sie ändern das. Und da war ich so skeptisch, ich habe dem Spiel eigentlich gar keine Chance gelassen. Und dann tue ich das Ding rein und dann wirft mich das komplett aus der Bahn. Sie haben, wenn man so will, kann man sagen, das hat sich jetzt auch nicht sonderlich viel verändert. Man macht auch immer wieder das Gleiche. Aber sie haben es anders verpackt, es war cineastischer. Die Synchro war besser, die Storyline war einfach genial. Dass man halt Ezios Geburt mitbekommt und seinen ganzen Werdegang, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Das war nicht viel anders als Teil 1, aber doch ganz, 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 ganz krass anders. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ihr müsst es nochmal reinlegen, wenn ihr beim ersten Teil schon enttäuscht wart. Denn der zweite Teil ist um Längen besser als der erste.